B2.4. Für die Punkte Rn auf der Strecke ms gilt, Srn sind x cm, x-Element reelle Zahlen und von 0 kleiner x kleiner 10. Parallelen zur Strecke bc durch die Punkte Rn schneiden die Strecke bs in den Punkten pn und die Strecke cs in den Punkten qn. Die Dreiecke pnmqn sind die Grundflächen von Pyramiden pnmqnd mit der Höhe df, wobei f-Element ms gilt. Zeichnen Sie die Pyramide P1MQ1D und die Höhe DF für x gleich 5 in das Schrägbild zu B2.1 ein. Hier steht jetzt wieder sehr viel drin und auch sehr viele Angaben drin. Da hilft es wieder einfach von Anfang an nochmal durchzulesen, was liegt wo, beziehungsweise was muss ich überhaupt zeichnen. Also nur Zeichenaufgabe, man soll die Pyramide P1MQ1D zeichnen für x gleich 5 und die Höhe zusätzlich auch noch einzeichnen. So, von vorne nochmal. Die Punkte Rn auf der Strecke ms. Also hier habe ich meine Strecke ms, da irgendwo liegt mein Punkt R drauf. Wo genau? Es gilt Srn, also die Strecke Srn sind x cm und hier unten steht x ist gleich 5. Also ist die Strecke Sr1 in unserem Fall 5 cm lang. Ich nehme also mein Geodreieck, messe von Punkt S aus 5 cm nach unten ab und erhalte meinen Punkt R1. So, weiter geht's. Parallelen zur Strecke BC. Schaue ich nach, wo ist die Strecke BC? Die liegt hier unten. Irgendwas liegt parallel dazu. Also irgendwie so. Was liegt parallel? Parallelen zur Strecke BC durch die Punkte RN. Nehme ich jetzt hier mal mein Bildschirmdreieck. Also parallel zur Strecke BC, das ist dann wieder so im 45-Grad-Winkel, durch den Punkt Rn, beziehungsweise in unserem Fall jetzt R1. Was finden wir da? Schauen wir uns schnell nach. Durch die Punkte Rn schneiden die Strecke BS in den Punkten P. Mach es mal schnell so. BS sieht man hier. Da liegt der Punkt B drauf. Und auf der CS, kann man gleich nochmal nachlesen, liegt der Punkt Q drauf. Ja, haben wir hier stehen. BS in den Punkten P und CS in den Punkten Q. Also, jetzt kann man das eigentlich auch schon einzeichnen. Ich mache jetzt nur die Strecken hier jetzt schnell wieder weg. So, so. Also, parallel zu BC durch den Punkt R bekommen wir eine neue Strecke rein. Dann kann ich mein Lineal wieder ausblenden. So. Der Punkt auf BS heißt Punkt P1, der Punkt auf CS heißt Punkt Q1. Mache ich den ein bisschen höher. So. Jawohl, wie geht's weiter? Die Dreiecke PNMQ. Ja, hier unten habe ich meinen Punkt M verloren. So, also Dreiecke PNMQ. Das sind Grundflächen. Das heißt, die zeichne ich auch schon mal ein. Eine Grundfläche, Dreieck, ja, einfach verbinden. Sind die Grundflächen von Pyramiden PNMQN. Die ersten drei Buchstaben sind also meine Grundfläche. D ist die Höhe. Also verbinde ich meine Grundfläche hier noch mit der Höhe D. Ja, P1 mit D verbinden, Q1 mit D verbinden. Upsa. Das war jetzt doch zu schief. So, und M ist schon mit D verbunden, das passt. Also die Pyramide ist jetzt erkennbar, haben wir eingezeichnet. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit der Höhe df. Also noch eine Höhe df eingezeichnet, wobei gilt, f liegt auf ms. Ja, ms haben wir wieder hier zu finden, da liegt der Punkt f drauf. Eine Höhe liegt immer senkrecht zur Grundfläche, also Geodreieck nehmen. Ich mache es nochmal mit meinem Bildschirmdreieck, dann sieht man es auch. Senkrecht zur Grundfläche bzw. zur Strecke r1m. Und da liegt jetzt meine Höhe drin. Die mache ich jetzt mal gestrichelt. So, und dann habe ich hier meinen Punkt F.
Ja, und gehen wir es nochmal durch. Zeichne die Pyramide P1MQ1D. Hammer. Fahre ich vielleicht mit Farbe noch schnell nach. P1MQ1 und D. Na. Pyramide ist da. Und zusätzlich die Höhe DF. Die haben wir hier drin. Also haben wir alles vollständig geschafft. Die Aufgabe ist fertig.